Herzlich willkommen allerseits. Ich bin Sönke Strampe von der Strampe Agrar GbR. Wir haben hier unseren Ackerbaubetrieb im Landkreis Uelzen und bewirtschaften 250 Hektar. Dazu das Ganze alles nach den biologischen Richtlinien. Und in der Fruchtfolge sind Körnerleguminosen, Ackerbohnen, Erbsen, das Getreide, Dinkel, Hafer, unser Gemüse, Süßkartoffeln und Hokkaido-Kürbis und hier auch unser Körnerhanf von der Sorte Finola, der zur Ölgewinnung dient. Hier haben wir einmal den gesamten Blütenstand der Hanfpflanze und man sieht es hier, sind sozusagen in den kleinen, wo die Blüten waren, haben sich dann die Körner drinnen entwickelt und die wollen wir jetzt ausdreschen mit einem normalen Getreidemähdrescher. Den Hanf haben wir mit einer ganz normalen pneumatischen Drillmaschine gedrillt am 2.6. Relativ spät ist das. Normalerweise kann man den Hanf schon Ende April drillen, aber es war ein sehr kaltes, nasses Frühjahr, wo wir ja teilweise auch zu den Eisheiligen noch Frost bekommen haben. Und deswegen haben wir uns dafür die späte Saat entschieden und sind jetzt halt auch erst Ende September am Dreschen. Ein sehr verspäteter Zeitraum, aber wir müssen so oder so trocknen. Von daher haben wir uns dafür entschlossen, heute zu dreschen und die Ware ins Lager zu nehmen. Hier haben wir den Mähdrescher. Besonderer Vorteil bei dem Mähdrescher, er hat ein Bandschneidwerk und kann das ganze Erntegut sehr gleichmäßig in den Drescher hineinführen. Man sieht es auch hinten an der Spreuverteilung, dass wir immer einen gleichmäßigen Fluss haben. Hier sind wir in unserem Hanf und man sieht deutlich, welche Höhe der Hanf erreichen kann. Es ist schon eine kurzwüchsige Sorte, die Sorte Finola zur Ölgewinnung. Und die soll etwas kürzer sein, damit sich das besser dreschen lässt. Aber wir haben ja auch Pflanzen von der Höhe 2 Meter, 2,30 Meter. Und ja, haben da doch mal einen schönen Augenschmaus in der Natur. Der Anbau hier von dem Körnerhanf muss beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft angemeldet werden, da auch dieser Hanf zur Ölgewinnung einen geringen THC-Gehalt hat. Ein THC-Gehalt von ungefähr 0,1%. Hat keine berauschende Wirkung. So viel kann man gar nicht davon konsumieren, dass man davon irgendwas merkt. Und deswegen ist es halt auch mit dieser kurzen Anbaudeklaration möglich, den Hanf hier bei uns anzubauen. Der Hanf passt wunderbar in unsere Fruchtfolge rein. Wir hatten vorher einen Grünschnittroggen hier auf dem Feld, wo man Milchviehbetriebe oder Biogasbetriebe wunderbar nochmal vorher eigentlich eine Ernte einfahren können von dem Roggen und dann den Hanf anbauen können und sozusagen eine Zweitfrucht in einem Jahr haben. Nehmen wir jetzt eine Probe, um die Feuchtigkeit zu bestimmen. Ja, hier haben wir das Messgerät. Da kommt jetzt die abgemessene Menge rein. Dafür ist der Becher. Dann wird das hier drin verteilt. Und dann einfach zusammengedreht. So. Dann kommt das hier rauf. Hier können wir
Hier können wir die einzelnen Früchte auswählen. Hanf ist da natürlich jetzt nicht bei. Und wir nehmen jetzt einfach Raps, weil das eben auch eine Ölfrucht ist, um ungefähr ein ähnliches Ergebnis zu haben. Aus der Pflanze, aus dem ganzen Blütenstand, haben wir das jetzt ausgedroschen. Herausgekommen ist jetzt diese Ware. Natürlich auch noch mit viel Grün dabei. Das ist beim Hanf immer so. Man wird den Hanf eigentlich nie richtig trocken dreschen können. Man hat immer einen hohen Feuchtegehalt. Wir sind jetzt auch sogar in Bereichen, wo unser Messgerät die Feuchte schon leider nicht mehr angibt. Aber man muss sie dann auch, ähnlich wie bei Raps, dann ungefähr auf 8-9% runtertrocknen, damit er stabil lagert und das Öl einen guten Geschmack beibehält. Also, der Hanf ist eine der ältesten Nutzpflanzen auf unserer Welt. Hanf dient ja sonst als eine Faserpflanze, andere Sorten vom Hanf, für die Dämmung zum Faser, Seile spinnen etc. Das kommt daher, da dieser Hanf halt wirklich sehr, sehr, sehr zäh ist. Das ist halt auch ein Problem beim Dreschen, dass man schnell einen Wickler um die Trommel bekommen kann. Das gleiche Problem haben wir dann auch bei der Einarbeitung mit den Stoppeln. Eine Gesamtlänge hier noch von circa 1 Meter, wo zähe Stängel sind und wir mit einem Mulcher da komplette Verstopfung und wirklich Verwicklung an dem Arbeitsgerät hätten. Daher wird die Einarbeitung bei uns mit einer Messerwalze erfolgen. Ja, mein Name ist Lars Wilhelm Funk von der Firma LF Accotech. Wir sind eine Landmaschinenwerksvertretung. Wir haben hier heute die Wallner Tandemmesserwalze im Einsatz. Das ist eine Tandemmesserwalze, also zwei Messerwalzen hintereinander. Das ist hier eine Messerwalze mit 380 mm Durchmesser, 8 Messerreihen. Die ist einmal links gewendet, einmal rechts gewendet, sodass die auf dem Acker hier eine Art Kreuzschnitt erzeugt. Und das ist eine Maschine, die ideal ist, um lange Ernterückstände zu zerkleinern, wie hier Hanfstroh. Ansonsten Rapsstoppeln, Maisstoppeln, große Gründüngungsmassen. Also eine Maschine, mit der man sehr effektiv und einfach große Mengen an Ernterückständen zerkleinern kann. Hier haben wir die Hanfpflanze und vor allen Dingen den Wurzelbereich, hier jetzt schon abgetrennt, aber sie hat eine sehr lange und feine Haarwurzel, die über 1 Meter tief in die Erde geht und daher auch tiefere Bodenschichten erschließt und sich dort das Wasser herauszieht. Also auch wirklich gut geeignet für Trockenstandorte und sie mag auch gerne wärmere Temperaturen, frostfreie Temperaturen, also kommt dem Klimawandel auch entgegen, dass wir hier in Norddeutschland Hanf anbauen können.